Recording in progress. Heute mit der wunderbaren Kerstin Sparkles. Kerstin und ich, wir haben uns in einem Zoom-Call, in dem es um das Thema Gesundheit ging, kennengelernt. Und ja, wir haben uns dann verabredet, heute einen Podcast gemeinsam aufzunehmen. Und da ich dich, liebe Kerstin, auch noch gar nicht so richtig gut kenne, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und Danke, lieber David. ich gehe dann gleich in die Frage rein, lernen wir uns einfach kennen, stell dich doch einfach mal meinen Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen vor, wer bist du, was machst du, was treibt dich an und was motiviert dich, das zu tun, was du gerade tust? Ja, ich bin Kerstin Sparke. Sie kommen aus der Nähe von Osnabrück, zwischen Osnabrück und Bremen. Und ich bin Energetikerin. Das heißt, ich bilde Menschen in einer energetischen Entspannungsmethode aus. Und der Mensch besteht ja aus verschiedenen Schichten. Und eine wichtige Schicht neben der energetischen Schicht der Aura und der spirituellen und der geistigen und physischen ist natürlich für den physischen Körper die Gesundheit. Und darüber haben wir uns kennengelernt, nämlich über ein Produkt, was ich immer meinen Menschen, die bei mir jetzt eine Ausbildung machen, mitempfehle, weil ich das als sehr, sehr beitragend empfunden habe. Eine sehr schnelle Verbesserung meiner Gesundheit, die, würde ich sagen, bis dato super war, ja, aber ich habe irgendwie noch Kirsche auf dem Sahnehäubchen gesucht. Und der Mensch strebt nach Verbesserung, Änderung immer neu und besser. Und das habe ich hier mit diesem Produkt gefunden. Und das empfehle ich dementsprechend auch weiter. Was gut ist, empfehle ich weiter. Das ist sehr, sehr spannend, weil ich habe über diese Produkte ja auch etwas ganz Besonderes erfahren dürfen. Ich leide ja seit 25 Jahren an Tinnitus und tatsächlich 2,5 Wochen nach Beginn der Nutzung dieser Produkte ist mein Tinnitus verschwunden und der ist jetzt mittlerweile über 6 Wochen weg. Also das ist sehr, sehr spannend. Und das kann ich nur voll unterstreichen, dass der Mensch ja wirklich aus mehreren Ebenen besteht. Und jetzt hast du auch gerade was ganz, ganz Spannendes gesagt. Das ist das Thema spirituelle Ebene. Ich weiß, dass es Dinge gibt zwischen Himmel und Erde, die man nicht erklären kann, die einfach da sind. Und du bist aber jetzt, du gehst ja ein Stück weiter. Ich weiß das nur, dass es das gibt und akzeptiere das. Du arbeitest ja aktiv damit. Wie muss man sich das vorstellen? Wenn ich jetzt Coaché wäre von dir, ich komme jetzt zu dir und sage, ich habe ein spezielles Problem und du gehst dann in diese spirituelle Ebene rein. Wie funktioniert sowas? Ja, das trifft sich dann auch wieder mit diesem wunderbaren Produkt. Und zwar geht das über das Gewahrsein. Ja, das ist ein Training wie ein Muskel, dass du in dieses Energiefeld des Menschen mit seiner Absprache, ja, eintreten darfst. Es funktioniert immer nur, wenn der Mensch das selber möchte und sagt, ja, ich bin jetzt bereit dafür, guck doch mal. Und dann habe ich die Möglichkeit, darüber, wie ich es in der Ausbildung gelernt habe, Zugang dazu zu finden. Und ich war an einem Punkt tatsächlich, in dem ich danach gefragt habe, wie kann das noch besser werden? Ja, mein Ziel damals war immer so Long Island-mäßig. Ja, ich kann es ruhig sagen. Also, wenn ich das gesehen habe, nur gedacht, wie macht die Frau das? Ist so ein Gewahrsam möchte ich haben. Ich will das können, was die kann. Und ich habe danach gefragt, wie kann ich mehr Gewahrsein haben? Wie können meine Kanäle noch geöffneter werden. Ich fände es super, wenn ich mit jemandem im Jenseits Kontakt aufnehme, wenn jemand sich das wünscht und ich kann den Namen sagen, ohne dass der mir das sagt. Das wäre auch für mich so ein Zeichen, boah, she made it, ja. Das habe ich jetzt nicht, aber danach, nach diesem Produkt, was ich genommen habe, sind sehr, sehr viele Sachen haben sich verändert mit meinem Gewahrsein und das war einfach krass. Ja, also ich habe da viel leichter Zugang gefunden. Meine Sessions gingen schneller. Ich war danach nicht mehr so komplett groggy, dass ich einen Tag im Bett liegen musste und ich war so richtig so, ja, so fertig. Ja, als wenn ich richtig, richtig was geschafft habe. Und durch dieses Produkt ist es einfach nicht und ich habe einfach mehr von meiner Zeit am Tag. Genau.
Das heißt, wir reden jetzt über zwei verschiedene Sachen. Das eine sind natürlich diese Zaubertränke, wie die liebevoll genannt werden und die wirklich Power und Energie geben. Das kann ich selber auch bestätigen. Das ist Wahnsinn. Ich habe diese Woche jetzt 3 14-Stunden-Tage hinter mir gehabt. Ich war insgesamt 4-mal auf der Bühne, habe Vorträge gehalten und habe auch an Podiumsdiskussionen teilgenommen und war dann auch in 2 sehr wichtigen Arbeitskreisen in der Landesregierung, wo es um das Thema bezahlbares Wohnen ging. Und trotzdem bin ich jeden Tag frisch motiviert aufgestanden. Also das ist das eine. Das ist das, was sich ja in der physischen Ebene sich abspielt, in der körperlichen Genau. Ebene. Ne? Aber jetzt gehen wir mal zwischen die Ohren rein oder aufs Herz, je nachdem, in das Mindset, wo ja die Spiritualität sich abspielt. Da kann ich noch mal ergänzen. Und zwar, wenn ich zum Beispiel in diese Ebene reingehe, sehe ich ganz oft, dass den Menschen auf der körperlichen Ebene etwas fehlt, um an diese Information zu kommen, die der Körper ihnen ja eigentlich ge selber geben sollte. So, geh, beweg dich. Iss mehr Vitamine, tu mal einen Apfel hier, iss mehr Grün, ja. Und dadurch, dass auf der körperlichen Ebene da so eine Art Lochfraß ist, sage ich mal, wie bei den Haaren, wenn du die blondierst, da sind die Farbpartikel raus. Im Körper ist so ein Informationslochfraß, ja, in verschiedenen Organen. Und ich habe ganz oft gesehen, dass die Organe verschiedene Stoffe brauchen. Und die gibt's halt nur, die kommen halt nur rein, wenn du die isst. Und da der Mensch ja wenig kaut, und auch nicht das ist, was der Körper gerade braucht, werden diese Lücken nie gestopft. Und diese Menschen haben mich immer nach Veränderung gefragt. Ich habe denen gesagt, was es braucht. Und trotzdem war da eine Diskrepanz. Und ich habe mich gefragt, wie kann das gehen? Ja, und die Menschen, die bei mir, also wo der Körper mir sagt, okay, da ist eine Diskrepanz in der Nahrungskette, in diesem ganzen Informationsfluss, auch energetisch. Die sind sehr happy mit mir, mit den Zaubertränken. Das heißt jetzt ganz platt nachgefragt, du sagst quasi, wenn in der Ernährung etwas fehlt, wenn Mineralstoffe oder Vitamine etc. fehlen, dann habe ich auch im Geist ein Problem. Ja. Ist wie ein Rennwagen. Ja, wenn da in der Elektronik was scheiße ist, nützt dir auch kein neuer Reifen. Habe ich das simpel genug ausgedrückt? Ich liebe deine direkte Aussprache. Das finde ich toll. Das zeichnet Niedersachsen auch aus, dass sie wirklich direkt aufs Dings kommen. Ich liebe es. Aber das ist sehr, sehr spannend. Jetzt, wie kommen denn die Menschen zu dir? Ich meine, du stehst ja nicht im Telefonbuch als Coachin oder stehst wahrscheinlich doch drin. Die klopfen ja nicht jetzt an deine Tür und sagen: Hallo, Kerstin, ich habe ein Problem, kannst du mir helfen? Wie kommst du denn da an deine Kunden? Ja, da komme ich ganz klar übers Networking, komme ich dahin. Und das heißt, ja, vernetzen, mit Menschen sprechen, ja, also gucken, die Menschen, die in meinem Kreis sind, was brauchen die? Und wenn den Menschen meine Arbeit gefällt und wie ich das mache und auch, dass ich denen Zaubertränke empfehle, dann empfehlen die das tatsächlich weiter. Ja, und wirklich, der größte Teil ist so, guck doch mal da. Also die meisten Kunden kriege ich von, ich habe dich da und da gesehen. Du hast da und da gesprochen, du hast darüber gesprochen, das hat mich angezogen, über Instagram, über meine Gruppen, über andere Coaches, ja, Coaches, die auch mit Ernährung gearbeitet haben, die jetzt bei mir im Coaching waren. Viel halt wirklich Grundpropaganda, hauptsächlich über Facebook. Damit bin ich angefangen, also mein Facebook-Online-Business. Und jetzt freue ich mich umso mehr, wenn das jetzt auch wieder mehr offline wird. Ja, also die Menschen wirklich direkt zu treffen und auch zu sprechen und denen auch mal so einen Zaubertrank zum Probieren direkt anbieten zu können. Ja, das Problem ist ja, dass dieser Zaubertrank auch noch richtig gut schmeckt, ne? Also Ja. ich wache morgens auf und freue mich auf den ersten Shake. Das ist Ja. tatsächlich so. Das war jetzt Und auch gerade das Erste noch so, Kerstin, du hast vergessen, heute Morgen als Erstes und dann, ja. ja, Also und das war nämlich vorher nicht. Also ich darf sagen, dass ich einiges ausprobiert habe im Rahmen meiner Autoimmunerkrankung und mein Körper, so, der mag nicht am Morgen, er will sich bei Kapseln reinquälen, der will dann war meine Frage, wie kann ich mehr trinken? Und dadurch, dass ich Zaubertrank nehme, trinke ich auch wieder viel mehr. Das heißt, ich schlage sogar 2 Fliegen mit einer Klappe, das schmeckt auch noch fürchterlich gut, wo wirklich mein Körper morgens als erstes sagt, ich will meinen Zaubertrank haben. Und dann weiß ich,
muss keine weiteren Fragen, ich muss nicht schlau gucken, was da alle drin ist, ich muss einfach nur trinken. Das ist echt, und es lässt sich ja so wunderbar in den Tag integrieren. Also trinken ist ja sowieso gesund. Und ich muss auch sagen, es gibt ja, das muss man jetzt den Zuhörern draußen verraten, es gibt ja verschiedene Getränke, also für morgens, mittags, abends und auch für besondere Anlässe gibt es ja immer verschiedene Anwendungen. Es schmeckt alles mega geil und die Firma, die tut da auch viel, um das wirklich nach vorne zu bringen. Das ist nur mal so ganz am Rande. Kerstin, du hattest gerade gesagt, du bist auf Social Media auch sehr stark unterwegs, sprich auf Facebook, auf Instagram habe ich gerade rausgehört. Nutzt du auch Medien wie LinkedIn als Beispiel, das ja so im beruflichen Kontext das Berufsnetzwerk ist? Bist du da auch schon unterwegs oder ist das noch so ein bisschen außen vor für dich? Das ist mit drin, aber da bin ich jetzt nicht Expertin für. Dafür bin ich ja als Experte für LinkedIn da. Das heißt, solltest du da Bedarf haben und auch jemand von euch als LinkedIn-Beta-User kann ich natürlich in dem Bereich wirklich weiterhelfen, auch die Profilgestaltung etc. zu machen. Aber das Thema Netzwerken ist ja auch mein Thema. Ich habe ja, zeige ich mal, ich habe ja auch ein Buch dazu geschrieben. Das heißt, Erfolgskurs Networking, erschienen im Goldig Verlag, soll heißen Netzwerken. Treibt mich immer schon an. Für mich jetzt gerade die neue Erfahrung, Networking im B2C-Bereich. Habe ich noch gar keine Erfahrung. Und da gibt es ja auch jede Woche Mittwoch einen sehr interessanten Call, da bist du ja auch öfters mit dabei. Was würdest du sagen, wenn du jetzt jemanden kennenlernst, der einfach nur sagt, du, ich habe permanent Migräne oder dies oder jenes, wie würdest du da vorgehen? Würdest du den in so einen Zoom-Call einladen oder gehst du dann direkt ins Coaching? Ich merke ziemlich schnell, wo es hakt. Das heißt, ich würde, also es gibt kaum einen Menschen, der auf der körperlichen Ebene versorgt ist, es sei denn, ich habe den wirklich über diese Zaubertränke kennengelernt, wo ich weiß, okay, da brauche ich mich da nicht mehr drum kümmern. Ja, aber dann würde ich ihn halt auch nicht in den Zoom jetzt einladen, ist er wahrscheinlich selber in irgendeinem Zoom. Aber das Erste ist, dass ich ihn einlade und sage, hey, guck mal, hier hast du schon Möglichkeiten, erstmal für dich. Für deine Familie, ja. Und den würde ich tatsächlich erstmal dahin checken. Also damit er auf der körperlichen Ebene, damit wir da nichts mehr machen müssen. Und wenn das läuft, dann können wir auch gerne auf den anderen Ebenen schauen, ja. Sehr, sehr spannend. Also ich finde das gerade mega spannend. Für mich schon wieder eine Bereicherung, weil diese Vorgehensweise kenne ich tatsächlich nicht. Ich arbeite ja oder habe ja viel von Hermann Scherer kennengelernt und seine Frau, die Kerstin Scherer, ist ja, gehört ja auch zu den Hellsichtigen, sehr spannende Frau auch. Die lässt das Körperliche ja auch eigentlich auch gleich völlig außer Acht. Soll heißen, da geht es wirklich gleich in das Mindset und in das Spirituelle mit rein. Aber wie gesagt, also ich weiß ja, dass der Mensch eben aus mehreren Ebenen besteht, genauso wie das Bewusstsein, ja auch wenn man Carl Gustav Jung oder Sigmund Freud folgt, ja auch aus drei Ebenen besteht, dem Bewussten, den Unterbewussten und den Unbewussten. Und genau diese drei Ebenen gilt es ja im Leben zu verbinden. Und gerade wenn jemand ein spiritueller Coach ist wie du, der hat das wahrscheinlich auch drauf, korrigiere mich, diese drei Ebenen oder mit diesen drei Ebenen zu spielen. Ja, genau. Und das ist wirklich auch ein Spielen. Eigentlich, wie gesagt, konnten wir das alle machen als Kind. Wir haben da auch gar keine groß, da ist auch kein Weihei dabei gewesen. Das war einfach da. Und jetzt darf man sich das halt wieder antrainieren. Aber wenn diese Konnexion wieder da ist und man keinen Widerstand hat, was der Körper braucht, was wir uns als Kind, was wir eigentlich alle schon wussten, dass du bei, dass zum Beispiel, wenn ja, ich sag's mal, als Kind, wenn du Durchfall hattest, dass du trotzdem vielleicht statt Chips oder Apfelsaft trinken kannst, obwohl die Erwachsenen sagen, du sollst Salzstangen und Cola trinken, dann war das ein höheres Wissen von den Kindern, dass da vielleicht etwas Besonderes drin ist, was die gerade mehr brauchen, als was in den Salzstangen drin ist. Ja? Und selbst wenn nicht, war es auch eine Erfahrung. Sehr, sehr spannend. Jetzt nehmen wir mal an, da kommt jemand auf dich zu, der hat bei einer Körpergröße von 1,74, 180 Kilo. Also da fehlt dir körperlich was, stimmt dir offensichtlich etwas nicht.
Und der sagt dann zu mir, zu dir, Kerstin, ich habe insgesamt in meinem Leben Probleme, ich weiß gar nicht, wie ich da richtig wieder erfolgreich oder weiterleben soll. Und dann sagst du zu ihm, ja, aber gucken wir erstmal auf das Fundament, nämlich auf das Körperliche. Da musst du was tun. Da hast du ja offensichtlich Mangel, da müssen wir was ändern dran. Und der sagt, nö, ich will da gar nichts dran ändern, weil meine Ernährung ist in Ordnung so. Wie gehst du dann vor? Sagst du dann zu denen, Junge, tut mir leid, dann können wir eigentlich gar nicht zusammenarbeiten, weil das Fundament eigentlich nicht passt? Oder wie gehst du dann da vor? Dann sage ich, das ist okay. Ja, und dann arbeite ich erst energetisch mit ihm so, bis er selber sieht, dass das, also diese Verweigerung zu sehen, dass da vielleicht auf der körperlichen Ebene ist, etwas ist, ist wahrscheinlich eine emotionale Ursache. Ja, dann würde ich das Pferd von hinten aufzäumen und ihn wieder in sein Wissen bringen. Ja, und früher oder später wird sein Körper ihm sagen, hey, mach mal was anderes. Und dann wird er mich anrufen und sagen, hey, du hast mir doch gesagt. Also so ist das sehr, sehr oft. Also du kommst dann quasi von hinten rum. Ja, Es soll ja. heißen, du sagst da nicht, du bist ein aussichtsloser Fall, da habe ich keinen Bock drauf, sondern du Nee. versuchst trotzdem zu helfen. Sehr, sehr spannend, sehr interessant. Meistens ist es wirklich tatsächlich, wenn jemand so kommt und sagt, Ernährung, nein, der ist einfach gefrustet von Ernährung, von diesem System. Menschen haben ihm gesagt, du musst über die ernährungstechnische Ebene, kannst du abnehmen. Da hat er vielleicht Systeme kennengelernt, die für ihn nicht gepasst haben. Der hat sich Sachen gekocht, der hat eingekauft, der hat sich Gedanken gemacht. Der hat einfach keinen Bock mehr. Der hat vielleicht Nahrungsergänzungen genommen, hat sich selber bei DM daneben gestellt. Ich will jetzt nichts sagen, aber einfach nicht. Das war kein System, was er da genommen hat. Das hat nicht ineinander gegriffen. Und er ist einfach, ich sehe ziemlich schnell, wenn da jemand gefrustet ist, von wegen Kochen funktioniert für mich nicht, Bewegung funktioniert für mich nicht und ein Nahrungsergänzungssystem funktioniert für mich nicht. Da weiß ich meist schon, woher der Wind weht. Ja, sehr, sehr spannend, Kerstin. Wir können uns noch ganz, ganz lange unterhalten, aber ich bemühe mich, dass ich meine Podcasts auch immer so Ja. halte, dass die Leute da nicht wegschalten. Und von daher freue ich mich natürlich, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Kerstin, wir kommen jetzt zu meinen ganz berühmten drei Abschlussfragen. Das sind drei schnelle Fragen. Einfach intuitiv Antworten drauf. Die erste Frage ist, wenn du es dir aussuchen könntest, egal ob derjenige noch lebt oder schon gestorben ist, wen würdest du gerne treffen wollen? Freddie Mercury. Da haben wir was gemeinsam. Großartiger Mensch. Zweite Frage ist, ich habe ein Buch geschrieben und es gibt viele interessante Bücher. Welches Buch liegt gerade ungelesen neben deinem Bett oder im Wohnzimmer griffbereit für dich? How to become money. Auch sehr spannend. Geld ist ja sehr, sehr spannend und sehr wichtig. Und die letzte Frage ist, da frage ich immer nach einem kurzen Lifehack, soll heißen, was würdest du den Zuhörenden da draußen jetzt vorschlagen, wenn wir jetzt zu Ende sind mit dem Podcast und der Podcast zu Ende gehört ist, was kann derjenige in 5 Minuten umsetzen, um sein Leben besser zu machen? Was gibst du damit? Ja, ich würde ihm eine Frage mitgeben, so Einstein-mäßig tatsächlich. Was ist das, was dein Körper gerade am meisten desired? Was heißt das auf Deutsch? Nachdem dein Körper gerade am meisten verlangt. Was ist das, was du deinem Körper jetzt sofort geben könntest, was dir sofort mehr Freude, mehr Herrlichkeit und wirklich mehr diese Raum geben könnte, anstatt klein, eng und was auch immer mit deinem Körper gerade ist oder deinem Leben. Ja, was stell die Frage ins Gegenteil. Was kannst du machen, um sofort das Gegenteil jetzt davon zu haben? Ja, was ist das, was dein Körper gerade braucht, damit er mit dir in diese Weite, in dieses Feeling Good geht? Sehr, sehr spannend. Das nehmen wir jetzt einfach so mit. Das heißt, die Menschen sollen in sich reinhören und einfach den eigenen Körper mal fragen, was brauchst du eigentlich? Und sich Ja, das unser Ganze dann. Unterbewusstsein, das gebe ich nochmal mit. Funktioniert über Fragen, ja, da können wir es ein bisschen austricksen und deshalb gerne eine Frage. Ja. Kerstin, vielen herzlichen Dank, dass du heute mit dabei warst. Danke Und dir. jetzt brauchen wir noch ganz zum Schluss, wenn es jemanden von euch da draußen, die den Podcast hören, gefallen hat, wo kann man die Kerstin denn finden? Gibt es eine Website? Nenn uns bitte mal die Website. Wir werden die nachher natürlich auch unten verlinken. Wie Ja. lautet deine Website und wo kann man dich bevorzugt finden? Man kann mich bevorzugt finden tatsächlich auf Facebook, Kerstin.Sparkles, Kerstin.Travelpartner
Und die Webseite, die schicke ich dem David jetzt gleich, kann er die anhängen. Kerstin Sparkles auf wixsite.com. Da könnt ihr mich auch finden, aber ich bin wirklich die Facebookerin. Alles klar. Dann vielen, vielen Dank und euch draußen vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ja, hört gerne wieder beim nächsten Podcast rein. Wir werden in der nächsten Zeit ganz oft über das Thema Ernährung und Gesundheit reden und von daher habe ich so ein ganz neues Thema gefunden wieder für mich, das mich auch persönlich bewegt und es wird sehr, sehr viele interessante Einblicke geben. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Danke dir. Tschüss, ihr Lieben.